Hallo und ein ganz herzliches Willkommen auf dem Story Power Podcast. Mein Name ist Ludwig Link. Ich bin der Autor der Unternehmerstrategie Story Power in 5 Schritten zu mehr Sichtbarkeit am Markt. Der Story Power Podcast hilft Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, ihre Kundenzahl möglicherweise zu verdoppeln, mehr Gewinn zu erwirtschaften, vielleicht auch mehr Freiraum zu schaffen. Heute hören Sie wieder ein Interview. Ich habe als Interviewpartnerin die Stefanie Weigand. Hallo Stefanie. Hallo Ludwig, grüße dich. Ich freue mich, wir haben ein ganz spannendes Interview vor uns, weil du ein Buch geschrieben hast. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Das ist also sehen, okay. Da heißt es Erfolgsrevolution, was Unternehmer und Unternehmerinnen von Zahnstein lernen können zur Spitzenleistung anders. Stefanie, stell dich mal kurz vor, wen haben wir da vor uns? Ja, also mein Name ist Stefanie Weigand. Ich komme in der Nähe aus Frankfurt und mein Lebenslauf ist so ein bisschen wie ein bunter Hund. Ich habe alles Mögliche mal gemacht, von Aerobic-Trainerin über Persönlichkeitsentwicklung, Floristin. Ich habe ganz, ganz viele Bereiche gemacht und unter anderem eben auch irgendwann mal Biologie studiert, wo wir dann ja auch schon ein bisschen zu meinem Buch kommen. Ja. Steigen wir gleich ein. Zwei einziges Fragen habe ich. Warum dieses Buch, warum jetzt und warum geht es grob in diesem Buch? Diese zwei Fragen. Ja, also ich würde dir den zweiten Teil am liebsten zuerst beantworten. Ja, warum dieses Buch jetzt? Ganz klar, weil ich es vorher nicht fertig bekommen habe. Das hat auch einen Grund, den werde ich dir dann auch gleich nochmal erzählen. Okay. Fakt ist, vor 5 Jahren, wenn du zu mir gesagt hättest, Stefanie, du schreibst 2016 ein Buch, hätte ich gedacht, Ludwig, nehme ich nicht auf den Arm. Also es war überhaupt nicht in meinem Fokus drin gewesen. Ja. Und wie das halt manchmal so Dinge sind, auch wenn man sie nicht auf dem Fokus hat, sie passieren dann halt einfach. Ja. Im Nachhinein glaube ich, dass das Buch genau jetzt zur richtigen Zeit gekommen ist. Mhm. Ich bin aufgrund meiner Vorentwicklung und meiner Vorgeschichte halt auch fest davon überzeugt, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir dieses Buch ganz gut gebrauchen können. Mhm. Und wo wir einen, ich will nicht sagen Neustart machen können, aber viele Dinge sind im Umbruch und viele Dinge sind zu einem Zeitpunkt jetzt da, wo wir sagen, es ist reif, die Zeit mal etwas zu überdenken und zu gucken, sind wir denn auf dem richtigen Weg? Mhm. Und da könnte mein Buch helfen. Also zumindest möchte ich das so. Okay, ja. Schauen wir uns dann die Storys an zum Buchschreiben, weil du gesagt hast, vor 5 Jahren eben, konntest du dir noch nicht vorstellen, eben ein Buch zu schreiben. Ich habe gelesen, du hast an 2 Jahren hast du dann gearbeitet. Also doch ein größeres Projekt, so ein Buch zu schreiben, das ist sehr umfangreich. Was habe ich da eigentlich? 280 Seiten, oder? Stimmt das? 264 Seiten. Das Thema, zunächst mal, wie kamst du auf das Thema, diese Bakterien, die Unternehmen und erfolgreiche Menschen so zu verbinden, auf eine Stufe zu stellen? Ich bin ja schon seit einiger Zeit im Erwachsenenbildungsbereich unterwegs, das heißt Persönlichkeitsentwicklung, und habe da auch verschiedene Stationen. Und genauso wie das jedem anderen Menschen auch geht, habe ich auch verschiedene Evolutionsstufen in dem Bereich mitgemacht. Das heißt, ich habe für mich angefangen, irgendwann mal eigene Seminare zu geben. Da hieß es noch die Umkleidekabine des Lebens. Ja, genau. Und die Umkleidekabine des Lebens, da ging es um Zielsetzung, weil ich in der Zusammenarbeit mit einem Verkaufstrainer, wo ich als Sales Coach dort gearbeitet habe, festgestellt habe, dass diese Zielsetzung immer ein echt ein heikles Thema ist. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, gut, gehst jetzt mal diese Zielsetzung ein bisschen an und guckst mal, und habe festgestellt, dass ich eine Strategie 1000 Leuten gebe und es kommen 999 verschiedene Ergebnisse zustande. Voilà. So, okay. Was natürlich für die Zielsetzung, die die Leute haben, nicht unbedingt interessant ist. Mhm. Also habe ich mir überlegt, es muss irgendeinen anderen Grund geben, warum wir so unterschiedlich mit, obwohl wir die gleichen Ziele haben, wir wollen alle erfolgreich sein, wir wollen alle ein Haus, Hof, wir wollen ja eigentlich relativ oft das Gleiche. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich kann das dann nicht sein, weil jeder Mensch ist verschieden. Also brauchen wir vielleicht verschiedene Ziele. Mhm. Aber wie kriege ich verschiedene Ziele unter einen Hut? Mhm. Und für mich ist es so, ich glaube nicht an den Zufall. Und dass ich halt in grauer Vorzeit mal Biologie studiert habe, Mikrobiologie und Biochemie als Hauptfächer damals,
war für mich klar, ich schaue einfach mal, wenn wir uns das so schwer machen mit unserer Zielsetzung, wie gehen denn so die für uns einfachsten Lebewesen damit um? Das sind einfach die Bakterien. Und dadurch, dass ich da natürlich schon einiges wusste, wie die denn so reagieren und wie unterschiedlich die eben auf Antibiotika reagieren, wie schnell die Resistenzen aufbauen, war für mich natürlich klar, das ist durchaus spannend. Denn Bakterien haben immerhin eine Erfolgsstory, die ist seit über 4 Milliarden Jahren. Das ist unglaublich, keines der Unternehmen, die ich kenne, ist schon so lange am Markt. Also haben die doch irgendwas, die haben doch irgendeine Strategie und egal, was ich mache, also klar, Bakterien sind jetzt natürlich jetzt auch nicht unbedingt jetzt was, wo ich sage, da sind die Leute jetzt total begeistert und mit Darmbakterien wird keiner was anfangen können. Aber Zahnstein, den weiß halt einfach auch jeder, dass der nach einem halben Jahr wieder da ist. Und da kann ich Sand strahlen, da kann ich alles Mögliche machen. Da ist insgesamt ist noch nichts entwickelt worden, wo ich sage, ich habe keinen Zahnstein mehr. Also wissen doch die Bakterien, wie sie mit den widrigsten Umständen sich sozusagen auseinandersetzen müssen, um trotzdem erfolgreich zu sein. Und daraufhin habe ich dann diese Strategie entwickelt. Ja, spannend. Das ist das in der Natur abschauen, wie die funktioniert. Ich kenne ein Unternehmen, das bei hier in der Nähe ist, das X-Bionics. Die schauen auch nach, wie Tiere sich bewegen, zum Beispiel in der Wüste, und nutzen die Prinzipien, die zum Beispiel unter Hitze wichtig sind, für Kleidung, für spezielle Sportkleidung. Und du schaust eben bei dir auch in der Natur, was gibt es da für Erfolgsprinzipien, und setzt die dann in deine Strategie um. Gehen wir noch weiter beim Buchschreiben. Was waren so die größten Frustrationen und Erfolge bei diesem Schreibprozess? Also die größte Frustration, dass es nicht so schnell gegangen ist, wie ich mir das erhofft habe. Ja. Fakt war eben auch, dass ich auf der einen Seite eine theoretische Abhandlung mehr oder weniger geschrieben habe vorerst. Das heißt, ich habe mir angeschaut, wie ist denn rein wissenschaftlich die Natur unterwegs? Und dann geht es für mich immer nur darum, ich muss das an mir ausprobieren. Das sind einfach Wissenschaftler so. Die müssen immer Selbstexperimente machen, das ist so. Und für mich war es wichtig, die Sache funktioniert nur dann, wenn ich auch diesen Prozess durchgehe. Oh, okay. Genau. Und ich sage jetzt mal so, letztes Jahr um die Zeit, da haben mir einfach auch wirklich noch drei dieser Kapitel gefehlt. Also ich wusste, sie heißen so, ich wusste, bei den Bakterien läuft es so, aber ich war noch nicht so bereit oder konnte es noch nicht umsetzen. Ich musste erst selbst durch diesen Prozess durchgehen, diesen Prozess selbst erleben, mit allen Höhen und Tiefen, und dann ist erst was draus geworden. Und allein diese Erkenntnis, die dahinter steckt, dass ich eigentlich erst den Weg selbst gehen muss, bevor ich darüber nachher spreche oder schreibe. Das klingt natürlich spannend. Wie viele, sagen wir, Gründer von Pharmaunternehmen, die haben ja auch selber ihre Medikamente teilweise getestet. Ja. So hast du dir das Medikament erstmal selber verschrieben verordnet und genommen. Genau. Ja. Wie hast du dich durch das Buchschreiben verändert? Hat sich da auch was gemacht in deiner Persönlichkeit, oder am Auftreten oder sonst irgendwie? Hast du da was festgestellt? Also es waren ganz gravierende Unterschiede, die ich jetzt feststelle von mir vor 2 Jahren und wie es jetzt ist, weil ich dieses Buch mit gelebt habe. Es geht ja um die Sinnhaftigkeit, es geht ja um die Abteilung. Eines der ersten Gesetze ist ja das Gesetz der Absicht, und dieses Gesetz so aufzuarbeiten mit allen Bereichen, allen Facetten, war für mich natürlich auch ein Prozess. Und dieser Prozess, da hat sich natürlich schon vieles verändert. Also ich weiß ganz klar, wo ich jetzt stehe. Ich stehe für die Dinge, die ich tue, und stehe ich ein, egal was bei rauskommt. Ich übernehme ganz anders Verantwortung für mein Leben. Nicht, dass ich das zuvor nicht gemacht habe, aber es war manchmal so ein bisschen wischiwaschi, und ich habe mir meine eigene Wahrheit, wie das viele andere eben auch machen, mal so ein bisschen zurechtgedacht, ob es mir jetzt gerade so in Kram passt. Also ich bin in letzter Konsequenz nicht wirklich, sage ich mal, durch diese Tiefen durchgegangen, sondern ich habe versucht, eigentlich gut aus der Nummer rauszukommen, ohne Blessuren. Und ich habe jetzt erkannt, es funktioniert nicht. Bei manchen Sachen darf man einfach ein paar Sachen einstecken
und das habe ich getan. Hey, gratuliere da. Wir kommen gleich zu den Gesetzen. Du hast das eine jetzt angesprochen mit der Absicht. Steigen wir jetzt gerade beim Inhalt ein. Zunächst mal das Zahnstein. Gibt es irgendwas Besonderes? Das eine hast du jetzt mal so gerade vorhin erwähnt, dass die sich trotz, oder in dem Umfeld, in dem sie sich bewegen, ja, trotzdem erfolgreich sind. Was ist sonst noch besonders beim Zahnstein? Warum hast du gerade den Zahnstein ausgewählt? Ja, wie gesagt, der Zahnstein halt eben, weil er uns ja doch insgesamt am bewusstesten ist, ne? Wenn wir morgens den Mund aufmachen, dann sehen wir den Zahnstein, wir putzen, ne? Also oder wir sollten ihn nicht sehen, wenn wir regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Aber Fakt ist natürlich schon, er ist uns bewusst. Das kann jeder gleich nachvollziehen. Wenn ich von Darmbakterien oder Hautbakterien gesprochen hätte, dann das wäre noch abstrakter geworden als der Zahnstein an sich schon mal. Fakt ist aber auch, dass eben zum Beispiel der Zahnstein jetzt nicht nur Bakterien sind, was ich total interessant fand, sondern da haben sich einige zusammengeschlossen, nicht nur unbedingt Bakterien gleichen Stammes zusammengeschlossen, und aus ihnen ist halt eine vollkommen neue Spezies entstanden, nämlich dieser Zahnstein und diese Hartnäckigkeit. Und das ist ja auch das, was ich in meinem Buch beschreibe, dass wenn Individuen sich zusammentun, die erstmal scheinbar nichts miteinander zu tun haben, vielleicht sogar auch Konkurrenten sind, wenn die sich zusammenschließen, dann entsteht auf einmal was vollkommen anderes, was vollkommen Innovatives und was echt Hartnäckiges wie Zahnstein. Ja, und das war vorher auch überhaupt nicht der denkbar. Also man konnte, sagen wir, wenn ich mich jetzt mit einem Konkurrent oder zusammenschließe, und da entsteht es erst dann, wenn wir zusammengeschlossen sind, was völlig Neues, was man sich vorher vielleicht gar nicht ausdenken kann. Genau. Und auf diesem Weg begleite ich eben, ne? Also was ist dazu notwendig, um eben diese Schrittrichtung Innovation gehen zu können? Und ja, und da war für mich natürlich, weil ich immer wieder auf Bakterien und kleinste Wesen zurückgreife. Ja, jetzt hast du noch einen Begriff, Re-Evolutionscode. Weshalb das Re dabei? Ja, Also nicht also dieses Reh irgendwann. im Walde, gell? Das ist ein anderes Reh, genau. Und zwar hatte ich zuerst überlegt, wie soll denn dieses ganze Ding heißen? Und da war es erstmal mit Erfolg, das war klar, weil es sollte ja auch Unternehmer oder erfolgsdenkende Menschen ansprechen. Also klar war Erfolg irgendwo wichtig. Dann Evolution, weil es eben um Weiterentwicklung geht. Und Evolution war zuerst so gedacht, und dann bin ich erstmal auf die Revolution gestoßen, die ja auch in meinem Buch dann nochmal Erwähnung findet, die eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat als die, die wir normalerweise jetzt so kennen. Und das fand ich jetzt zum Beispiel auch unheimlich spannend, mal hinter die Begriffe zu gucken, was die denn eigentlich wirklich tatsächlich bedeuten und wie wir sie vollkommen verfremdet verwenden. Ja, Revolution heißt ja Revolver ist da drin, oder drehen, oder? Genau, hat eigentlich nur damit Mit. was zu tun, dass das sozusagen immer wiederkehrende Umlaufbahnen, hat damals Kopernikus das erste Mal das Wort Revolution verwendet. Dass wir das natürlich mit Revolt und Aufstand verbinden, das konnte der damals nicht wissen, hat auch nichts damit zu tun. Und über diese Revolution, dann dachte ich, die Revolution ist jetzt so ein bisschen arg, ach, das geht mir so Aggressiv. in die Kampfesrichtung. Und das ist ja gar nicht so mein Ding. Das würde ja, also zu sagen, es ist eine Revolte, würde ja das ganze Buch eigentlich vom Inhalt her kicken. Also das wäre ja gar nicht gut. Und dann ist mir durch Zufall, wie das einfach so ist, aber es gibt ja keinen Zufall, ist mir die Re-Evolution als wirklich tatsächlichen Begriff ins Auge gestoßen. Und zwar bedeutet Re-Evolution, dass Individuen in der Lage sind, Fähigkeiten, die sie im Laufe der Generationen verloren haben, auf einmal wieder zu entdecken, zu hochzuholen und wieder zu verwenden. Und nachgewiesen ist das eindeutig bei der Stabheuschrecke. Und jetzt habe ich mir gedacht, was die Stabheuschrecke kann, das können wir also schon lange. Das heißt, es geht ja auch darum, diese alten Dinge aus der Natur wieder wirklich in unser Leben zu bringen. Wunderbar. Genau. Okay, jetzt steigen wir ein in die sieben Naturgesetze. Das erste hast du schon erwähnt, das Gesetz des Absichts. Wenn dann noch mal, also das hat bei dir den
Vorteil gehabt, oder es hat sich ausgedrückt, dass du innerlich klar bist. Also da nochmal kurz, wenn du kurz Worte, oder ein paar Worte dazu sagst zum Gesetz der Absicht. Das ist das erste der 7 Gesetze, Naturgesetze, die du in diesem Buch beschreibst. Ja, das Gesetz der Absicht. Wir kennen ja alle, dass hinter einer Handlung ein Motiv stehen muss. Das ist jedem von uns bekannt. Und wie viele sagen dann ganz klar, natürlich Geld, Golden, sorgenfreies Leben ist für mich der Grund, warum ich morgens aufstehe. Und ich sage halt, es ist einfach zu wenig. Wir müssen uns viel mehr mit diesem Thema befassen und wir müssen tiefer gehen. Und viele Dinge, die wir eben als erstrebenswert, die wir als Bedürfnisse wahrnehmen, sind, so wie ich sie beschreibe, oberflächliche Bedürfnisse. Das heißt, sie stehen eigentlich oben drüber und wir denken, dass das unser Ziel ist, dass wir da unbedingt hinwollen. Wenn wir aber die ein bisschen beiseite nehmen und auch mal hinterfragen, warum will ich das denn wirklich haben, dann würden wir vielleicht feststellen, dass es vielleicht ist. Und parallel dazu habe ich eben für mich festgestellt, dass die Tiere zum Beispiel eine Absicht haben. Ich habe das halt Absicht genannt, um das nochmal etwas bewusst von dem oberflächlichen Motiv zu entfernen. Und die Tiere haben eine Absicht, da geht es ums Überleben, da geht es um genetisch sich weiter sozusagen fortzupflanzen und zu überleben. Und das ist denen ihre Absicht, dafür tun die alles. Aber bei uns ist ja diese Absicht gar nicht mehr notwendig. Also wir jetzt hier in dieser zivilisierten Welt, ich will nicht sagen, nein, zivilisiert ist vielleicht falsch, weil das würde bedeuten, dass andere nicht zivilisiert sind. Aber in dieser Welt, in der wir jetzt hier leben, so hier mit du, mit Schweiz und ich, mit Deutschland, da müssen wir ja nicht mehr ums Überleben kämpfen. Das heißt, was ist dann noch da? Und das, denke ich, darf jeder für sich selbst rausfinden. Und ich glaube, das haben noch einige noch nicht gemacht. Kommen wir zum nächsten Gesetz, und zwar das Gesetz der Effizienz. Was ist da dahinter und was ist der Vorteil, wenn ich es einsetze? Ja, also wenn ich natürlich für mich meine Absicht geklärt habe, dann wirkt als nächstes dann das Gesetz der Effizienz. Das Gesetz der Effizienz sagt, alle Dinge, die nicht gebraucht werden, werden abgeschafft. Das kennen wir, wenn wir uns das Bein gebrochen haben, das Bein ist im Gips und wenn dann nach 6 Wochen der Gips abkommt, haben wir keine Muskulatur mehr. Also es wurde nicht gebraucht, also wird es abgeschafft. Die Natur funktioniert prinzipiell immer nach diesem Prinzip. Und sie geht immer den effizientesten Weg. Und für mich ist es ganz klar, diejenigen, die, ich sag jetzt mal, am Rad drehen, die jetzt mit den Umwelteinflüssen nicht zurechtkommen, weil sie vielleicht ihre Absicht nicht geklärt haben, das sind dann diejenigen, die, ich sag es mal, wild agieren, wie nachher ja auch mein Erik Eichhorn, den du dann wahrscheinlich ja nochmal ansprechen wirst. Das heißt, es geht hier in unserer Welt um Effizienz. Aber wenn ich nicht genau weiß, wo ich hin will, dann ist einfach es zu verlockend. Ich werde es nicht rausfinden, wo der effiziente Weg ist und ich werde es nicht finden, die Effizienz. Dann kommen wir zum Gesetz der Akzeptanz. Was heißt das? Was steckt da dahinter? Ja, ich habe irgendwann mal, habe ich mal gelernt, dass Erfolg eine Leiter ist. Erfolg oder Erfolg ist eine Treppe. Und ich sage ganz klar, das ist also alles nur beschönt. Die Erfolg ist weder eine Leiter noch eine Treppe, weil es ist eine Berg- und Talfahrt. Und ich muss einfach in dieses Tal hinabsteigen. Und wenn ich oben an einem Punkt angekommen bin, wo ich sage, Yippie, jetzt geht es genau richtig, es ist total gut und es ist klasse, alles funktioniert, ich bin also auf einem High Level, dann muss ich eigentlich hergehen und sagen, okay, jetzt steige ich ab von meinem Pferd, jetzt gehe ich den neuen Weg und schaue einfach mal eine Etage tiefer. Das heißt, diese Unannehmlichkeiten, die sich dann wirklich auch mit ausbilden werden, die muss ich in Kauf nehmen, die darf ich einfach akzeptieren. Das heißt also, das Leben ist einfach ein Auf und Ab und darum geht es, das zu akzeptieren. Es geht nicht wie bei der Metapher mit der Leiter immer nur nach oben, was auch mal ein Ende, sondern es ist ein Auf, ein Berg und ein Tal, der eben da durchgehen ist. Genau. Wichtig ist natürlich, dass diese, ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen die Richtung stimmt, ne? Dass es irgendwo schon nach oben geht, aber dass ich halt diese Richtung noch habe. Wenn ich aber ohne eine geklärte Absicht alles akzeptiere, weil ich sage, es ist halt einfach so, dann ist es auch ein gefährliches Unterfangen. Also wichtig ist eben einfach als allererstes mal seine Absicht wirklich zu klären und dann können auch die anderen Naturgesetze überhaupt erst greifen.
Okay, ja. Schauen wir uns noch das Gesetz der Entscheidung an. Da Ja. heißt, da muss man entscheiden, das sagt er schon, irgendwie wie das Schwert aus der Scheide ziehen und zwischen zwei oder drei Möglichkeiten ganz klar eins gehen. Ist das damit gemeint, oder? Genau. Also zum einen bin ich der Meinung, dass wir viel zu viele Entscheidungen meinen, treffen zu müssen. Ja. Viele Dinge, ob ich jetzt was Rotes oder was Grünes anziehe, das ist eigentlich nicht wirklich eine Entscheidung. Die wirklich maßgeblichen Entscheidungen werden, gibt es eigentlich nur zwei Stück. Das ist also auch evolutionär definitiv ganz klar gesagt. Es gibt die Entscheidung, gehe ich Richtung Wachstum oder gehe ich Richtung Schutz? Und wenn ich meine ganzen Entscheidungen, die ich treffe, einfach mir das mal bewusst mache, auch als Tipp für die Zuschauer, wenn ich mir das mal als bewusst mache, ist es jetzt, gehe ich jetzt Richtung Wachstum, wenn ich mich so entscheide, oder Ja. gehe ich Richtung Schutz, ist schon eine ganz, ganz enorme Sache. Und ich denke, da dürfen wir einfach gucken, wann will ich mich schützen und wenn Ja. ja, aus welchen Gründen. Ja. Und dass es Wachstum einfach sein muss, das wissen wir, weil wir können nicht da bleiben, wo wir jetzt sind. Wir müssen wachsen, denn wir Okay, wachsen. Das ist ja. Natur. Dann kommt ganz was Wichtiges, was ich jetzt meine, das ist das Gesetz der Wahrnehmung. Also wenn ich da entschieden habe, in den Weg gehe, aufmerksam sein, was jetzt auf mich zukommt und ja, dementsprechend wieder mich justieren. Ist das damit gemeint mit der Wahrnehmung? Die Wahrnehmung ist die ganze Zeit eigentlich in diesem Prozess Ja. da. Weil zum allerersten muss ich natürlich überhaupt das mal wahrnehmen, dass etwas zu verändern ist. Das ist die allergrößte Herausforderung, die wir sowieso haben. Wenn ich Ja. nicht für mich entschieden habe oder nicht wahrgenommen habe, dass ich in meinem Leben in irgendeiner Weise oder in meinem Unternehmen etwas ändern muss, darf oder kann, dann nützen auch die ganzen anderen Gesetze nichts. Ja. Also diese Wahrnehmung muss erstmal da sein. Das nächste ist natürlich, dass sobald ich für mich, und das wissen wir halt auch, das ist auch nichts Neues, sobald wir halt für uns eine Entscheidung getroffen haben, ist dann auch ganz klar, dass die Wahrnehmung sich halt einfach auch verändert. Ja. Dass wir Dinge wahrnehmen, die wir vorher nicht wahrgenommen haben. Bedeutet aber auch, dass es erstmal wichtig ist zu wissen, wo will ich denn auch überhaupt hingehen? Genau, das ist der Effekt, wenn ich mich zum Beispiel dazu entscheide, einen Wohnwagen zu kaufen, ja, und plötzlich tauchen überall Wohnwagen auf der Straße. Irgendwie hoch. Woher kommen die dann? Ja? Nur weil es Genau. meine Absicht war, die Ferien mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil eben zu verbringen. Ja, jetzt die Dosis, das Gesetz der Dosis. Was sagt das? Ja, wir denken ja immer, dass ich sage es mal, Veränderung ein Prozess ist, den man vorne anfängt und hinten irgendwo aufhört. Und genau das ist es eigentlich nicht. Er ist hochgradig individuell. Und jeder darf im Prinzip seine Dosis für Veränderungen selbst bestimmen. Klar ist natürlich, wenn ich Veränderungen in ganz kleinen Dosen nur mache, dann kann es auch sein, dass sich einfach dieser Prozess, ich sage es mal, ausschleicht. Genauso wie sich etwas einschleichen kann. Also ich bin so für dieses Mittelmaß. Also zu sachte, dann verläuft sich eventuell Ja. Veränderung auch im Sande. Umso dramatischer ich damit umgehe, und das habe ich auch eben, denke ich, ganz bildhaft auch bei den Bakterien beschrieben, umso dramatischer ich mit Veränderungen umgehe und eben auch dramatische Veränderungen zulasse, umso dramatischer ist dann auch dann das Ergebnis. Also ich kann sozusagen in einem Unternehmen, das jetzt mal so ein bisschen so eine, für mich ist keine Veränderung, jetzt einfach was grün anzustreichen, um das Ja. mal prinzipiell zu sagen. Also für mich geht Veränderung einfach eine Ecke tiefer, weil Unternehmen werden von Menschen gemacht. Ja. Und ein Unternehmen kann sich nicht ändern, wenn sich der Mensch nicht ändert. Ja. Also muss der Mensch zuerst anders denken. Und jetzt kommen wir mal dahin, dass der Mensch anders denkt. Das ist nämlich die eigentliche Veränderung. Ne? Nicht, dass die Dinge, die wir im Außen einfach uns schön machen. Und die Dosis ist dann wirklich etwas, wo ich dann sage, will ich jetzt eine komplette Umstrukturierung in meinem Unternehmen haben, dann kann es natürlich sein, dass ich da auch irgendwo federn lassen muss. Dann ist mal dieses Tal eventuell ein bisschen tiefer. Dann kann ich aber entweder ganz nach oben gehen oder es kann mich zerbröseln. Also diese Möglichkeit ist halt einfach da. Und da muss man eben gucken, wo stehe ich dann im Veränderungsprozess, damit das Zerbröseln einfach nicht ist und damit ich dann eben auch dann oben ankomme. Dann kommen wir zum letzten Gesetz, der Balance.
Ja, also die Balance, da reden ja unheimlich viele drüber und wir versuchen ja immer mit Feng Shui und Yoga und allem Möglichen, was ich nicht schlecht finde, absolut auch dahin zu kommen in eine Balance. Für mich ist aber eine Balance immer nur etwas, was ich aus mir, aus meinem Inneren heraus erreichen kann. Das ist die echte Balance. Das andere ist einfach nice to have. Es erholt mich im Moment, aber es bringt halt einfach keine langfristige und langanhaltende Balance in mir drin. Ja, das erkennt man auch immer bei den Leuten, die sagen, ich bin urlaubsreif, die fahren in Urlaub, dann waren sie 14 Tage weg und eine Woche nachdem sie wieder da sind, sind sie noch genauso gestresst wie vorher. Also bringt uns das natürlich nicht wirklich weiter, außer dass es halt einfach schön ist und wir es genießen dürfen. Und es geht mir um die innere Balance, die wir aber nur erreichen können, wenn wir eben diesen Prozess durchgehen und eben auch unsere eigene Absicht leben, weil das ist ein grundlegender Baustein der Natur. Jetzt hast du gesagt, dass das Gesetz der Absicht eines der wichtigsten Gesetze ist. Hast du so eine Hierarchie der Gesetze? Also eines, das allererste, das am wichtigsten ist und daraus resultieren die anderen? Oder wie ist es da? Also das Gesetz, ich habe da auch sehr lange dran überlegt und habe auch fünfmal umgeschmissen, währenddem ich mein Buch geschrieben habe, was natürlich auch zu einer Zeitverzögerung geführt hat, klar. Fakt ist, dass als allererstes natürlich die Wahrnehmung da sein muss, etwas verändern zu wollen und sozusagen mich auf den Weg zu machen. Das Zweite ist, oder was ich habe es vorangestellt, weil es halt das Wichtigste ist, weil es einfach auch erklärt, wie wir eben diejenigen, die keine Absicht haben, wie die eben mit dem Veränderung umgehen. Es ist so, die Absicht ist die Grundlage. Wenn wir die nicht haben, dann werde ich nie in Balance kommen. Weil wir ja immer auf der Suche nach der Balance sind. Das heißt, der Weg ist eigentlich schon immer erstmal, den geht man mal. Und zwischendrin wird man feststellen, ich habe zwar meine Absicht und habe das Gesetz der Effizienz auch ganz gut hin und habe auch schon mal meine Entscheidung getroffen. Und auf einmal kommt irgendwie was und dann denkt man, okay, also justiere ich wieder an meiner Wahrnehmung. Was ist wieder passiert? Ich überprüfe meine Absicht. Das heißt, dieser Prozess ist nicht wirklich von Anfang bis zum Ende durchzugehen, wie wir das manchmal gerne hätten, ne? So an einem roten Faden, sondern es ist ein Prozess, der immer wieder angeglichen werden muss. Ich werde immer wieder mal zurückgehen zur Absicht, ich werde immer mal wieder gehen zur Wahrnehmung, ich werde mal gehen und gucken, wie sieht es eigentlich jetzt mit meiner Balance aus? Bin ich in Balance oder bin ich nicht in Balance? Was haut mich aus der Balance raus? Wo ist denn jetzt eigentlich meine Absicht geblieben? Also genau, von daher ist das ein Prozess, den eben jeder für sich sozusagen als Baustein immer wieder da und da einsetzen kann und sollte? Wunderbar. Okay, jetzt kommen wir zum Storytelling-Aspekt noch. Du hast da drei Protagonisten in deinem Buch: den Erik Eichhorn, die Beate Blocker und den Ralf von Rewe. Und die tauchen immer wieder mal auf in den unterschiedlichsten Szenen. Also einmal, wenn du mal kurz beschreibst, wer die sind und wie kamst du drauf, die immer wieder in dein Buch, also diese Storys der drei Protagonisten hier in dein Buch einfließen zu lassen? Ja, ich habe mir natürlich schon, ich habe ja sehr viel Erfahrung selbst mit eigenen Coachings und Coaches gemacht. Also einmal habe ich mich für mich natürlich reflektiert und geguckt, wo warst du da vielleicht, wo hast du da irgendwelche Sachen gemacht und wie bist du da mit Veränderungen umgegangen? Habe aber sehr viel auch mit meinen Klienten Erfahrungen gemacht und habe daraus im Prinzip drei Typen, genau genommen sind sie eigentlich vier Typen, weil es ist ja noch einer mit dabei, der jetzt nicht namentlich erwähnt wird, das ist der Identitätsjäger. Der, genau, aber das macht nichts, der hat auch noch keinen Namen. Also der kommt im nächsten Buch mit dem Namen dann. Gut. Stimmt, ja. Das heißt, ich habe dann eigentlich gesagt, habe gesagt, was für Typen gibt es eigentlich? Also welche Klischees also wirklich bedient werden von den einzelnen Typen, wo sich vielleicht auch jeder irgendwo ein Stück weit wiederfindet. Entweder, dass er sagt, oh ja, genau, habe ich letztens auch gemacht, oder aber wo jemand sagt, oh, jetzt weiß ich, warum mein Chef so ist. Also es geht immer darum, das nicht nur immer bei anderen zu sehen, sondern, und da sind natürlich Stories immer genau richtig, weil gerade der Inhalt und auch einiges, was ich ja an wissenschaftlichen Dingen drin habe, wenn ich jetzt wirklich nur rein sachlich vorgegangen wäre, wie man das normalerweise in einem Sachbuch auch machen muss,
habe ich gedacht, ich pfeife da eigentlich drauf, weil es bringt nichts. Es geht mir hier nicht darum, irgendwelches Wissen zu transportieren. Wir wissen viele Sachen von dem, was ich geschrieben habe. Ja. Es geht mir darum, die Menschen emotional da zu packen und ihnen zu zeigen, warum sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Veränderungsprozess, warum es da nicht weitergeht, warum sie da die Herausforderung haben, warum sie am liebsten Veränderung aufhalten wollen, warum sie sich am liebsten wie ein Vogelstrauß Kopf in den Sand und sagen nein, oder warum sie eben wie Erik Eichhorn, ich habe ihn verglichen mit dem hyperaktiven Eichhörnchen. Ah ja, stimmt. Weil er ist halt jemand, der, und ich habe da ganz, ganz viele super tolle Menschen kennengelernt, die sensationelle Ressourcen haben, die aber echt agieren wie Erik Eichhorn, wie so ein hyperaktives Eichhörnchen. Das heißt, alles, was in irgendeiner Weise bei Veränderung kommt, sofort aufzunehmen und versuchen umzusetzen, ohne das zuvor mit ihrer eigenen Absicht abzugleichen. Ja. Und das ist natürlich total gegen das Gesetz der Effizienz, weil das Gesetz der Effizienz sagt, was nicht effizient ist und was nicht gebraucht wird, wird abgeschafft. Also alles greift sozusagen ineinander. Und ich habe sehr viele Leute, wie gesagt, kennengelernt und durfte mit ihnen Coachings machen, wo ich sage, der hat mal vielleicht die Story gehabt, der hat mal die Story gehabt, die Story. Und im Endeffekt hat sich dann ein Bild für mich herauskristallisiert. So gehen diese Leute damit um und so geht jener damit um. Und was sind halt eben auch die Konsequenzen nachher im Veränderungsprozess? Ja, genau. Hast du da eine für dich wichtigste Story dabei oder ist es so, dass es eben um verschiedene Aspekte deutlich zu machen mit den unterschiedlichen Geschichten gibt? Wie ist das da? Also die wichtigste Story ist eigentlich dann im Hintergrund meine eigene, die sich abgespielt hat. Also das ist jetzt für mich persönlich die wichtigste. Nein, ich mag alle meine Protagonisten. Ich mag die Beate Blocker, die eigentlich derjenige ist, der total sagt, also ich habe sie als Laufbandlingssteherin tituliert, weil sie ist eigentlich diejenige, die eigentlich Veränderung im Liebsten im Keim ersticken möchte und gerne so das behalten möchte, was sie gerade hat, weil sie damit auch zufrieden ist. Und ich mag sie alle. Also ich mag sie alle und ich habe ganz liebe Klienten, die sowohl da dazugehören, da dazugehören. Und ich mag die alle unheimlich. Und für mich geht es nur wirklich darum, dass so viele wie möglich sich darin auch erkennen in dieser Story. Und um dann eben auch zu sagen, okay, gut, da ist was dran. Also das wäre mir das Allerliebste. Genau. Ja, Stefanie, kommen wir noch zu einem Beispiel, das du im Buch beschrieben hast, auf der Seite 212. Ich habe es speziell jetzt hier herausgenommen. Da heißt es folgendermaßen: In einer Kolonie entwickeln nur einzelne Bakterien eine Resistenz gegenüber einem Antibiotikum. Und dann geht es irgendwie weiter, wenn du uns mal erklärst, was da passiert und wie dieser Ralf von Reber dieses Prinzip, das du da beschrieben hast, in sein Unternehmen transferiert, einsetzt. Ja, also ich hatte ganz spannenderweise was festgestellt, dass eben Bakterien genauso wie bei uns in dem, also Naturgesetz ist einfach, dass nicht alle durchkommen. Das ist bei Unternehmen so, das ist bei Bakterien genau dasselbe. Und da gibt es halt immer wieder welche innerhalb einer Bakterienkolonie, einzelne, die Resistenzen ausbilden und die anderen würden eigentlich der Selektion zum Opfer fallen. Ja. Tun sie aber oftmals nicht, weil sobald einzelne Bakterien diese Resistenzen haben, bilden die Kanäle zwischen den einzelnen Bakterien aus und produzieren einen Stoff, der heißt Indol. Muss man sich nicht merken, kann man sich aber merken. Ja. Und dieses Indol bedeutet auf der einen Seite, das senden die aus, das produzieren die, also die resistenten Bakterien ganz wie wild, geben das in die Umgebung ab. Und die anderen Bakterien, die eben nicht diese Resistenz schon haben, die erkennen dann auf einmal, huch, da ist ja was, da muss ich mich dagegen wehren sozusagen, da ist ein Antibiotikum, das könnte mich töten. Und sie geben auch gleichzeitig die Möglichkeit, eben diese Resistenz, dieses resistente Gen geben die mit.
Und das fand ich total interessant, halt gerade bezogen eben auch auf Unternehmen, wo wir ja oftmals diese Fressvogel- oder Stirbmentalität bekommen. Ja. Und die aber eher dazu führt, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen das Futter neiden und ach nee, das weiß ich, dann darf der das natürlich nicht wissen, ich behalte mir diesen Vorteil. Und bei Bakterien ist es ganz anders. Da geht es nämlich wirklich darum, dass sich die zusammenschließen und zu einem gemeinsamen Wohl etwas tun. Und wenn ich meine Absicht geklärt habe, wie das dieser Ralf von Rewer, der als stellvertretender sozusagen Revolutionär eben dort immer wieder seine Ideen preisgibt in meinem Buch. Und der Ralf von Rewer hat das eben für sich jetzt erstmal so umgesetzt, dass er gesagt hat, okay, es gibt Leute eben auch im Unternehmen, die sich super gut mit diesen Neuerungen, mit diesen Veränderungen auskennen, die sich auch gut damit zurechtfinden, und die hat er sozusagen als Troubleshooter oder als lebende Kummerkasten in sein Unternehmen geschickt. Das heißt, die gehen wirklich rum und schauen, wo sind denn Leute, die mit diesem Veränderungsprozess, der jetzt gerade da ist, Herausforderungen haben? Gibt es vielleicht parallel zu der beruflichen Veränderung auch noch ein privater Aspekt, der natürlich auch immer wieder eine Rolle spielt und natürlich auch dafür sorgen kann, dass jemand eben gerade mal nicht so belastungsfähig ist? Und diese Troubleshooter ist auch mittlerweile, gibt es das auch schon bei einigen Unternehmen. Ich denke mal, wir können sie aber noch ein bisschen mehr einsetzen, wir können sie noch intensiver einsetzen, und das kann dann eben dazu führen, dass eben diese Leute, die eben gerade mal mit der Veränderung so ihre Herausforderung haben, eben an die Hand genommen werden und dann dort die Veränderung leichter miterleben. Okay, ja. Ja. Ja, liebe Leute, hier nochmal das Buch. Ich halte es mal nochmal rein, also unbedingt kaufen. Schließ mal ab mit einer Story. Hast du aus deiner Beratungspraxis eine Erfolgsstory von einem deiner Kunden, bei dem du der Mentor warst? Was kannst du dazu sagen, Stefanie? Ja, das hier jetzt, der Re-Evolution Code, ist natürlich noch relativ neu in dieser Konstellation und ist ja auch erst seit Oktober letzten Jahres überhaupt auf dem Markt. Von daher, und dieser Prozess, den ich dort beschreibe, der ist ja auch etwas langwieriger. Und es gibt, und ich sage es ganz offen und ehrlich, es gibt dazu in diesem Kontext noch niemanden, mit dem ich das komplette Programm so durchgeführt habe. Ja. Einzelne Bereiche natürlich schon, das ist auf jeden Fall ganz klar. Und zum Beispiel, was das Thema Wahrnehmung angeht. Ja. Die Wahrnehmung oder... Ich hatte einen Klienten, und dieser Klient, der hatte die Herausforderung, dass er viele Dinge sehr, sehr eng für sich gesehen hat. Er hat in die Art und Weise, wie er gelebt hat, das hat ihm nicht gefallen, aber er kam aus dieser Sache einfach nicht raus. Und ich habe ihn dann mit einigen Coachings, damals war das noch die Umkleidekabine des Lebens, haben wir einfach sukzessive die Wahrnehmung angetriggert. Das heißt, Wahrnehmung kann man erlernen und man kann sie verlernen. Und ich habe ihm eben die Tools an die Hand gegeben, damit er seine eigene Wahrnehmung schulen kann, damit er sich auch auf sich und seine Dinge, die dann seine Wahrnehmung ihm sagen, auch wirklich verlassen kann. Und im Endeffekt war es dann so gewesen, dass er kam immer zu mir und sagte, also alle Leute geht es gut und alle Leute haben total viele tolle Chancen, nur niemals kommt so eine Chance zu mir. Und als wir dann gearbeitet haben, es war auch gar nicht so lange, es waren eigentlich nur 3-4 Stunden, die wir zusammen gearbeitet haben, und auf einmal kam er an und dann sagte er zu mir, ich muss dir die Füße küssen, ich habe so eine tolle Idee gehabt, und ich habe so und habe kurz danach wirklich auch eben die Situationen dazu erkannt. Und das war für mich natürlich schon eine tolle Sache, weil er hat jetzt mittlerweile, ist er auf diesem Weg, den er gehen wollte. Er hat ja noch mal ein bisschen modifiziert, nachdem wir zusammengearbeitet haben, aber er ist diesen Weg jetzt gegangen und er geht ihn auch. Und er sagt halt einfach, er nimmt Dinge ganz, ganz anders wahr und schaut hinter viele andere Dinge halt einfach ganz anders. Und das hat ihm auch dann nur allein dieser Part schon zu seinem Erfolg geführt. Mit einem Part, mit der Wahrnehmung, die Wahrnehmung zu erweitern, und jetzt sieht er viel mehr Chancen. Ja.
Stefan, hast du sonst noch was, was dir gerade einfällt, was du meinen Zuschauern, Zuhörern sagen möchtest oder mitgeben möchtest? Fällt dir da noch was ein? Ach, wenn du mich jetzt so fragst, so irgendwie aktuell gerade nicht. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht jetzt hier bei dir. Wir machen auch Stories wahnsinnig viel Spaß. Also wer mein Buch liest, der hat nicht nur die Story von den Bakterien, der hat auch nicht nur die Stories von Erik und Beate, sondern der hat eben auch dann eigene Stories von mir. Und da ist es halt für mich immer ganz wichtig, vielleicht noch mal, dass obwohl Erik Eichhorn ein Stück weit erfunden ist, diese Stories, die ich jetzt zum Beispiel von mir erzähle im Buch, dass die absolut auch wirklich definitiv so waren. Da ist nichts beschönt und gar nichts, sondern die sind wirklich so. Und ich habe mir bei manchen Sachen auch echt überlegt, soll ich das wirklich so sagen? Soll ich das, weil man so ein Stück weit ja auch sich selbst damit preisgibt? Aber ich habe dann gedacht, das ist einfach notwendig, genau das zu tun. Und das ist für mich halt wichtig, dass wenn ich Stories erzähle, wenn sie von mir sind und ich sie über mich erzähle, dass sie dann auch wirklich zu 100% der Wahrheit entsprechen. Wunderbar, das macht dich dann natürlich sehr, sehr glaubwürdig, Stefanie. Das liegt an der Absicht, die du davor hast. Genau. Okay. Vielen Dank, Stefanie. Ich freue mich, dass du mir das Interview gegeben hast, die Zeit da verwendet hast. Vielleicht sehr. Und wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinem Buch. Danke dir, Ludwig. Danke. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke. Okay, liebe Zuhörer, das war wieder der Story Power Podcast. Aber bewerten Sie diesen Podcast auf dem Portal, das Sie eben abonnierten. Sie finden den Blogbeitrag zu diesem Interview auf www.storypower.ch/weigand. Weigand mit Weigand geschrieben. Schreiben Sie mir Ihre Wünsche, Bemerkungen auf meine E-Mail-Adresse info@ludwiglink.ch. Schauen Sie auch bei den anderen Interviews vorbei auf der Internetseite www.storypower.ch. Und denken Sie daran, mein Wille ist doch immer eine gute Story. Ihr Ludwig Link.